Derp, 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 derp. Hi Kinder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Wingman in Counter-Strike. Mal schauen, was wir hier reißen können. Was die Picks wert sind, die ich gegeben habe, weiß ich heute zum aktuellen Zeitpunkt natürlich auch noch nicht. Wenn ihr das Video seht, weiß man da wahrscheinlich schon mehr, aber da wird es dann nochmal ein extra Video dazu geben. Mittlerweile kann ich das jetzt ernsthaft nicht mehr machen, weil wir in der Lobby sind. Brich die Spielersuche nochmal kurz ab. Warte kurz. So, ich muss nochmal kurz aus der Lobby raus. Wie ihr seht, ich kann auch meine Medaille endlich wieder upgraden und in ein richtig schönes Grün. Das gefällt mir ja und das werden wir jetzt auch direkt einmal machen. Medaille ist upgegradet. Jetzt kann ich wieder in die Lobby zurück. So ein Scheiß, dass das nicht in der Lobby funktioniert. Ja, jetzt habe ich hier meine schöne grüne Medaille. Ist das erste Mal, dass ich sie upgraden konnte. Ich finde, die sieht echt gar nicht so schlecht aus. Ist ein richtig schönes Grün. Ja, labern wir nicht weiter. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Match startet. So, Kinder, es geht los. Es ist Nuke geworden. Eine meiner Lieblingsmaps im Wingman. Im Matchmaking so absolut gar nicht. Aber im Wingman mag ich die Map echt sehr. Auf der Map sind wir eigentlich auch immer am besten, sagte er und springt erstmal gegen die Wand und holt sich Fallschaden von 17. Das ist jetzt bitter. Ja. Yo, einer Window hat gefressen. Erstes Match heute, absolut unkonzentriert. So muss das sein. Der hat aber auch gesessen. Beides Headshot. Ja. Naja, mal gucken. Wundert euch nicht über meine komische Kameraperspektive hier. Hat seine Gründe. Nächstes Mal sieht es wieder besser aus. Ja, ne? Let's go, wo? Treppe ist laut. Willst du pushen oder? Lass ihn doch rauskommen, zieh dich zurück. Ja, er hat auf jeden Fall schon gefressen. Er stirbt einfach nicht. Hast ihn gemessert. Ja, ich hab keine. Ja, aber meine Munition war jetzt auch leer. Aber wir gehen hier beide auf ihn los und er stirbt einfach nicht, gell? Ja. Typisch. Ah, was ist denn heute los? Ich bleib hier die ganze Zeit hängen. Alles klar, mit der Scout, er rennt hoch, ich habe einen Headshot. Das jetzt so legitim war, lass mal dahingestellt sein. Denk dran, oben im Window steht noch eine Blaue. Ich steh vor dem Bildschirm. Ja, dann schieb sie halt
unter mir. Er wusste schon wieder genau, dass ich hier in der Ecke stehe. Aber erstaunt. Er ist genau sofort links in die Ecke gesprungen und hat mich angeaimt. Ganz komisch. Und auch sofort gehittet. Willst du eine Arbe? Ah, Mist. Unter mir scoped was. Unter dir? Unter mir, ja. Okay, komm, der hat definitiv einen Hacker. Hätte ich jetzt gerne von hinten gekillt. Ach, du hattest mal Arme? Ja, deswegen hat es mich jetzt gerade gewundert, wieso ich die scheiß Waffe nehmen soll. Ich dachte, du solltest Arme. Let's go. Nee, ich habe dem anderen die Arme einfach abgenommen. Tür unten ist schon mal auf. Oben ist einer. Oben down. Die Tür hat ordentlich gefressen. 2 HP. Also vorher war sie auf, ich habe ihn ja auch ultra angehittet. Wie gesagt, er hat noch 2 HP. Da hast du zu lange gezögert. Dann geh ein bisschen auf Distanz. Unter mir ist auf jeden Fall. Ja, da guckst du rein? Ich guck so ein bisschen Richtung Window und ein bisschen gegen Tür. Ah, ich bin full flashed. Er hat eine Scout, er hat noch 4 HP. Herrgott, ich krieg ihn nicht tot. Wie konnte der mich von da unten mit einem Schuss niedermachen? Ich hatte auch einen Hit. 90 in 1 in die Füße. Hast du keine Nade oder so? Nee. Hm. Dann spiel einfach wieder auf Zeit. Wie gesagt, der hat auch nur noch 4 HP. Ja, aber es war letzte Hälfte.
Warum safe dann? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Aber gut, ich meine, das passiert uns ja auch ab und zu mal, dass wir es einfach verdatteln und dann eine Eco machen oder so. Erstmal wie immer, oder? Pusht und instant headshot. Ach komm, nie im Leben. Ich habe auch nur noch 4 HP. Ja klar, mit seiner scheiß AWP steht er an meinem Spot. Ich hab keine Granaten. Wo stand der? Links oder? Also linke Tür von uns aus jetzt. Er hat eine Awe, ja? Er hat eine Awe. Bubba springt da raus, Headshot, weg ist er, scheiß drauf. Kann ich bei der Arme nicht rausschleichen? Ja, das habe ich auch gar nicht gesagt, aber... Ah, jetzt habe ich eine MP... Ach nee, ich habe eine UMP45 gekauft. Was es könnten... Einer ist links unten, hat die Tür hier aufgemacht. Dieser Wichser, er stirbt nicht. 76 in 4. Tür zu. Fertig. Kauf mir mal eine AK. Hast du das gesehen? Er wusste instant, dass ich da stehe. Na, der hat sich halt damit gerichtet, dass du da stehst. Ich stand ganz links in der Ecke, er hat sofort in meine Ecke geaimt. Ach komm, das kannst du doch niemandem erzählen. Und wenn du rauspushst, könntest du mir das ruhig sagen. Ich dachte, wir halten uns zurück. Ja.
Boah, mit dem letzten Schuss im Hock. Ah ne, ich hatte noch 8 Schuss. Ich dachte schon. Naja, ja. Ich fand's Match nicht so geil. Hab mich ziemlich darüber angepisst gerade. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.